Nicht nur Tennisspieler kennen das Problem, denn meist wird der schmerzhafte Tennisarm durch andere Tätigkeiten ausgelöst und oft weiß man gar nicht genau durch welche. Manuela Woidke vermutet, es kam vom Krafttraining. Also ich sag mal, ich habe viel Sport gemacht und da habe ich es anfangs bemerkt, ne? Dass dann so ein Schmerz in der Ellbogengegend außen losging. Hab den noch nicht so sehr beachtet, hab gedacht, das wird dann schon wieder und wurde natürlich dann immer schlimmer statt besser. Auslöser ist eine Überlastung der Streckmuskulatur am Unterarm. Die Folge sind Reizungen der Sehnenansätze am Ellenbogengelenk. Sie verändern sich krankhaft und schmerzen zunächst nur bei Bewegung. Wenn die Erkrankung dann zunimmt, treten diese Beschwerden auch in Ruhe auf. Und das kann natürlich im Verlauf bis zu einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität gehen, bis zu dem Effekt, dass der Patient Dinge des täglichen Lebens nicht mehr so durchführen kann, wie er das eigentlich möchte, bis zur Arbeitsunfähigkeit. Schon seit 2,5 Jahren ist Manuela Woidke in Behandlung. Die Polizistin aus dem brandenburgischen Zedenik hat vieles ausprobiert. Anfangs, wie üblich, verschiedene Formen der Physiotherapie. Nach dem Aufwärmen mit der heißen Rolle zum Beispiel, sorgt hier eine Friktionsmassage für bessere Durchblutung und Muskelentspannung. Schwacher Strom bringt entzündungs- und schmerzlindernde Wirkstoffe an die tiefliegende Schmerzquelle. Meist führen Therapien wie diese nach 8 bis 10 Wochen zur Heilung. Nicht so bei Manuela Woidke. Wir haben Elektrotherapie, Ultraschall, Lasertherapie, Medikamente gegeben. Wir haben Strahlentherapie versucht und es wurde auch eine Ruhestellung gemacht. Aber der Effekt war halt nicht so, dass es was gebracht hätte. Noch schlimmer wurde es bei ihr nach mehreren Cortisonspritzen. Ein Behandlungsfehler. Cortison kann einen positiven Kurzzeiteffekt auf dieses Krankheitsbild haben. Häufig treten die Symptome allerdings wieder auf. Das Problem ist beim Cortison, dass es, wenn es zu häufig mehr als 3-mal appliziert wird, es durchaus zu einer Zellschädigung, also zu einem Untergang von Sehnengewebe kommen kann. Das MRT-Bild von Manuela Woidkes Ellenbogen zeigt genau das, an diesen weißen Flecken. Eine große offene Operation beim Tennisarm, noch gängige Praxis, sollte den Schaden vor 2 Jahren korrigieren. Vergeblich. Der Schmerz war genau wie vor der OP und der gewünschte Erfolg blieb aus und die Ratlosigkeit trat ein. Was sollte man jetzt machen, ne? Im April dieses Jahres wird Manuela Woidke nochmals operiert. Diesmal im Zentrum für muskuloskeletale Chirurgie der Berliner Charité. Ein Endoskop nimmt das Gelenkinnere unter die Lupe. So lassen sich Verletzungen oder Veränderungen der Schleimhaut entdecken und behandeln, die bei einer herkömmlichen Operation verborgen bleiben. Schließlich wird mit kleinen Schnitten nur wirklich zerstörtes Gewebe entfernt. Gesunde Strukturen bleiben verschont. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Patienten deutlich weniger Schmerzen nach diesen Eingriffen haben und man diese Eingriffe deutlich minimalinvasiver eben auch durchführen kann. Schon 8 Wochen nach der minimalinvasiven OP ist Manuela Woidkes Ellenbogen fast schmerzfrei und gut beweglich. Vorsichtiges Training unter Anleitung baut die Muskeln wieder auf. Und ganz spezielle Dehnungen, die die Streckmuskulatur am Unterarm entspannen, sollen verhindern, dass der Tennisarm wiederkommt. Tennis hat die sportliche Brandenburgerin übrigens nie gespielt. Aber mit ihrem Krafttraining will Manuela Woidke bald wieder beginnen.